Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Berlin hat im Jahr 2008 die Lebenspartnerschaft und die Ehe im Besoldungs- und Versorgungsrecht rückwirkend zum 3. Dezember 2003 vollständig gleichgestellt. Der Hintergrund war seinerzeit erstens die Föderalismusreform, die dem Land Berlin die Kompetenzen für die Beamtenversorgung und Beamtenbesoldung übertragen hat, und zweitens das Maruko-Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, dass Ungleichbehandlung zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft gegen die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie 2078 EG verstößt, die Deutschland bis zum 3.12.2008 vollständig hätte umsetzen müssen. Berlin hat also Versäumnisse des Bundesgesetzgebers korrigiert, und zwar ohne Wenn und Aber. Das war seinerzeit auch alles andere als leicht. Insbesondere der damalige SPD-Justizstaatssekretär Hasso Lieber fand immer neue verfassungsrechtliche Scheinargumente. Letztlich konnte er sich damit aber nicht durchsetzen. Was aber damals mit der SPD nicht durchsetzbar war, das war die Rückwirkung dieser Gleichstellung vom Zeitpunkt an, als das Institut der Lebenspartnerschaft in Kraft trat, also zum 1. August 2001. Was es damals noch nicht gab, war allerdings eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage, inwieweit zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft unterschiedliche Rechte und Pflichten konstituiert werden dürfen, so wie das bei Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes angelegt war, und wie es heute zum Beispiel im Hinblick auf das gemeinsame Adoptionsrecht leider immer noch ist. Inzwischen gibt es viele solche Entscheidungen aus Karlsruhe. Und sie liegen alle auf einer Linie. Ich nehme mal den Beschluss vom 19. Juni 2012, der ganz klar sagt, auch wenn der Bundesgesetzgeber die Ungleichbehandlung von Ehe und Lebenspartnerschaft im Bundesbesoldungsrecht seit dem 01.01.2009 beseitigt hat, so verstößt doch auch die Ungleichbehandlung bis zu diesem Zeitpunkt, also von 2001 bis 2009, gegen den Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat festgehalten, dass es keine verfassungsrechtlichen Sachgründe gibt, die die Diskriminierung von Lebenspartnerinnen in der Ehe rechtfertigen kann, gegenüber der Ehe rechtfertigen kann. Meine Damen und Herren, die Grünen und wir als Linke haben einen Antrag gestellt, die Rückwirkung in Berlin auch auf die Zeit zwischen 2001 und 2003 zu erstrecken. Ich habe gesagt, ab 2003 haben wir sie schon, und zwar unbedingt. Wir sind natürlich fest davon ausgegangen, dass die Koalition das annimmt. Schließlich heißt es in den Richtlinien der Regierungspolitik, die die Koalition sich selbst gegeben hat, unter Römisch 5 Nummer 3, Zitat: Der Senat wird die rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi- und Intersexuellen und Transmenschen weiter vorantreiben. Aber weit gefehlt. Sie führen zwar eine Rückwirkung zwischen 2001 und 2003 ein, aber nur, wenn die Ansprüche bereits damals geltend gemacht worden sind. Meine Damen und Herren von der Koalition, dazu zwei Bemerkungen. Es wäre ehrlicher gewesen, Sie hätten das alles beim Alten gelassen. Denn wer bitte soll im Jahr 2001 oder 2002 solche Ansprüche geltend gemacht haben, zu einem Zeitpunkt, wo gerade die CDU im Bundesrat verhindert hat, dass Ehe und Lebenspartnerschaft dieselben Rechte bekommen? Wer sollte ein Jahrzehnt vorher ahnen, dass Karlsruhe ihm im Jahr 2012 Recht gibt und schon mal vorsorglich im Jahr 2001 oder 2002 einen Antrag stellen, falls die Koalition dann 2014 sagt, ihr kriegt das Geld, wenn ihr 2001 und 2002 einen Antrag gestellt habt? Das ist beschämend, meine Damen und Herren, und niemand wird von dieser Regel profitieren. Kein Mensch. Und was Sie damit eigentlich machen, und das ist das Schlimme, meine Damen und Herren, ist, Sie schreiben diese Diskriminierung fort und schieben sie den Betroffenen selbst in die Schuhe. Was die Politik 2001 und 2002 nicht hinbekommt, haut sie jetzt den Betroffenen um die Ohren. Das ist erbärmlich. Zweite Bemerkung, und das ist der Grund, warum wir auch gegen Ihr Gesetz stimmen werden. Ihr Gesetz dürfte verfassungswidrig sein. Es kann nämlich schwerlich sein, dass die Betroffenen von 2003 bis 2014 unbedingt einen Anspruch haben, von 2001 bis 2003 aber nur, wenn sie damals einen Antrag gestellt haben. Also, meine Damen und Herren, da kann man den Betroffenen nur zu einer Verfassungsbeschwerde raten. Denn wie wollen Sie diese Differenzierung eigentlich rechtfertigen? Die ist doch völlig willkürlich. Dass damals die rot-rote Regierung eine vergleichsweise progressive und Sie eine stockreaktionäre Koalition sind, soll das ein Grund sein, der ein Verfassungsgericht überzeugt? Das ist doch lächerlich, das meinen Sie doch nicht ernst. Ich komme zum Schluss. Das ist sozusagen ein so erbärmliches Gesetzeswerk, dass Sie sich vor der Pride Week schämen sollten. Und für eine Partei, die noch im Bundestagswahlkampf durch die Regen gerannt ist und gesagt hat, 100% Gleichstellung nur mit uns, ist das eine queerpolitische Bankrotterklärung. Herzlichen Dank.